Hi, hier ist Maximilian Tscherner von der Gregor Tech Golf Akademie. Heute mal ohne Golfschläger, dafür aber mit Büchern und genau diese Bücher möchte ich jetzt vorstellen. Wie wir angekündigt haben, wollen wir diese golffreie Zeit nutzen, um so viel Input wie möglich über Golf zu geben. Und das muss nicht immer über einen Golfschläger sein oder über Übungen, sondern, so wie heute, einfach mal über ein gutes Golfbuch. Und es gibt so viele tolle Golfbücher. Ich persönlich besitze auch so viele Golfbücher, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass diese fünf Bücher die besten sind, die ich besitze. Aber ich finde, das sind fünf Bücher, die in der Zeit, die wir jetzt haben, extrem interessant sind. Und das erste Buch, was ich hier vorstellen möchte, ist The Big Miss. Das ist geschrieben von Hank Haney, einem der besten Golflehrer aller Zeiten. Und er beschreibt hier die Zusammenarbeit zwischen ihm und Tiger Woods. Hier hinten sieht man die beiden mal. Und obwohl dieser Name, The Big Miss, eher eine, ja, weniger positive Art des Buches darstellen lässt, The Big Miss ist eigentlich ein Golfschlag, den wir auf dem Golfplatz nicht haben wollen. Finde ich, dass da wahnsinnig interessante Anekdoten drinsteht und man mal wirklich einen guten Überblick bekommt, wie so eine Zusammenarbeit mit Tiger Woods eigentlich ist. Es gibt ein paar Teile des Buches, die Tiger eher unsympathisch dastehen lassen, aber finde ich gar nicht so schlimm, weil es tatsächlich auch Sachen sind, die ihn menschlich machen. Und von daher finde ich das ein wahnsinnig tolles Buch, um einfach mal, ja, so einen Überblick zu bekommen. Von daher gerne lesen und schätzen lernen. Das nächste Buch, was ich habe, ist Der Golfschwung von Ben Hogan. Originaltitel Five Fundamentals. Das ist eigentlich ein englisches Buch. Ich habe es sowohl in Englisch und in Deutsch und kann daher das Deutsche sehr empfehlen, weil es tatsächlich vom Inhalt sehr gut übersetzt wurde und es dadurch für uns eventuell auch einfacher zu verstehen ist. Und dieses Buch ist von 1957 und trotzdem ertappe ich mich und auch einige Kollegen, dass immer noch danach unterrichtet wird. Nicht, weil wir jetzt eher altmodisch sind in unserer Art oder uns wenig weiterentwickeln, sondern weil Ben Hogan damals schon wahnsinnig viel Input bekannt gegeben hat und ganz viele Sachen heute noch aktuell sind. Und von daher ein Buch, was man unbedingt mal für seinen eigenen Golfschwung gelesen haben sollte. Das nächste Buch, was ich hier vorstellen möchte, ist Differenzielles Lernen im Golf von Hans-Christian Wernekohl. Das ist ein Kollege von uns und er beschäftigt sich, so wie es der Name sagt, mit der Art des differenziellen Lernens. Das ist ein relativ neuer Pfad im Golfunterricht und es geht mehr darum, über Übungen, über Ansteuerung, auch mal über falsche Ideen eine andere Bewegung zu produzieren. Gerade fürs Jugendtraining wahnsinnig interessant. Im Einzelunterricht finde ich es schon immer noch wichtig, dass man, wenn diese Übungen genutzt werden, was ich gerne tue, versteht, warum man diese Übung jetzt nutzen soll. Aber was wirklich klasse ist an diesem Buch, ist die Art und Weise, wie der Text mit den Bildern kombiniert ist. Und gerade jetzt in der Zeit, glaube ich, kann man darüber sehr gut bestimmte Gefühle für Bewegungen und Ansteuerung wahrnehmen und einmal ausprobieren. Daher gerne lesen. Das nächste Buch, was ich hier habe, ist Swing Like a Pro. Dieses Buch hat mehrere Spieler der PGA und Spielerinnen der LPGA Tour, ja, untersucht, hat dabei dieses Wesen erschaffen, das nennt sich Pro, und hat damit simuliert, wie die Golfschwünge dieser Spieler und Spielerinnen aussehen und vor allem, welche, ja, gleichen Bewegungen sie haben. Interessanterweise deckt sich sehr viel mit dem, was Ben Hogan schon geschrieben hat, aber natürlich noch mal wissenschaftlicher formuliert. Viele Übungen, die hier drin stehen, viele Sachen, die auch über Bilder animiert sind und von daher ein wirklich interessantes Buch, um auch hier mal zu verstehen, warum bestimmte Bewegungen in diesen Golfschwung gehören. Und das letzte Buch, was ich hier habe, ist The Practice Manual von Adam Young. Das beschäftigt sich wenig mit Technik, sondern eher, wie wir es schaffen, das, was wir auf der Range schon beherrschen, mit auf den Golfplatz zu nehmen und uns erklärt, wie man bestmöglich trainieren sollte. Viel Text, aber viel sinnvoller Text. Und von daher ein Buch, was wirklich extrem gut erklärt, was wir auf der Range besser machen könnten, um besseres Golf zu spielen und auch viele gute Ideen, die man dadurch besser versteht.
Wenn noch Wünsche sind über Bücher, die interessant sind oder diese sich auch mal gerne ausgeliehen werden möchten, einfach Bescheid sagen. Wir haben die bei uns und sonst hoffe ich, dass wir uns bald wieder auf dem Golfplatz sehen. Bis bald.